Pirelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil. Der Hanno Tinen verabschiedet sich mit 3 Punkten aus dem letzten Grund. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update vom FCZ TV. Genau vor 4 Jahren war es so weit, dass der FC Zürich in der 93. Minute Basel den Meistertitel noch vor der Nase weggeschnappt hat. Und genau das Gefühl, das man haben sollte, genau die Euphorie, hat sich heute zuerst in den letzten Grund übertragen. Und man hat dem Hanno Tinen ein Geschenk machen. Zu seinem Abschied gibt es 3 Punkte gegen Sion. Die Mannschaft hat gewusst, dass es heute um viel geht. Also es ist nicht so, wie man da rundherum hört, dass es so ein Kehrausspiel ist. Bei weitem nicht. Wir haben uns viel vorgenommen für heute, weil wir haben auch gesagt, wir müssen die Saison positiv beenden. Das ist heute ein erster Schritt in die rechte Richtung. Jetzt kommt noch ein zweiter gegen Neuenburg. Da wollen wir nochmal an die Leistung von heute anknüpfen. Und ich meine schlussendlich, auch für den Hanno heute, ich weiss, was im Hanno ihn vorgeht. Und ich glaube, es gibt nichts Schönes, wenn Fußballbühne mit einem positiven Resultat kannst verlassen. Das ist heute gelungen. Aber wir haben noch ein Match in Neuenburg. Jetzt mal schauen, wie der Hanno zu Weg ist. Nach diesen Show-Einlagen, ob er da wirklich noch mal bereit ist, 90 Minuten können zu gehen in Neuenburg. Also, aber rein von der Einstellung her und vom Spiel her, wir nehmen das sehr ernst und versuchen das auch positiv zu gestalten. Wir haben eine wunderschöne Zeit hier gehabt und darum ist das wirklich schön, dass heute haben wir noch einmal gewonnen und die Mannschaft hat sehr gute Leistung gebracht und für mich, für die neue Saison auch, für die nächste Saison auch sehr Vertrauen bauen und besonders für die Superfans, was sie hier haben. Ja, so habe ich wirklich gemacht. Das ist das Gefühl, dass vielleicht könnte ich noch ein paar Jahre mehr spielen. Aber leider, wenn du schwarze Punkte manchmal siehst, ist das vielleicht besser aufhören. Ja, das ist, sie haben schon ein Geschenk heute mir gegeben, dass wir gewonnen haben und wir haben noch ein Spiel und hoffentlich können wir gute Moral da auch halten und zum Glück habe ich diese große Chance hier zu bleiben und nächstes Jahr werden wir noch einmal meistern. Nach 4 Jahren FCZ verabschiedet sich der Hanno Tinen und verlässt das Spielfeld. Aber auch ein anderer ist heute verabschiedet worden im letzten Grund, der Johann von Lanten. Seine Zukunft ist noch ungewiss. Jetzt momentan. Ich glaube, ich darf noch ein bisschen bleiben mit der Mannschaft. Nein. Ich glaube, erst ab Ende Juli muss ich dann in Salzburg sein. Ich bin noch ein bisschen verletzt, muss schauen, dass ich wieder fit werde. 100%, das Knie mich nicht mehr belasten nach der Saison. Und Gespräche mit Salzburg sind dran, was Möglichkeiten sind. Nochmal in der Schweiz, Ausland, ich bin am Überlegen. Möglichkeiten sind da. Und, ich muss mir gut überlegen. Und natürlich spielen, das ist wichtig. Und alles andere ist momentan auch nicht wichtig. Was aber heute natürlich auch im Vordergrund gestanden ist, das sind die 3 Punkte. Endlich wieder mal 3 Punkte. Und das gegen sie und ihr. Dank 2 Goal von Jungspielern. Auf der einen Seite ist Admir Mehdi, auf der anderen Seite der Marco Schönbächler. Ja, das Geheimnis kann man nicht so sagen. Natürlich in unserer Mannschaft geht jeder füreinander, egal wie alt er ist.
Und heute haben wir halt wollen zeigen, dass wir eben, dass wir können gewinnen und das haben wir auch so gemacht. Ja, sicher ist schön, dass ich mal ja, das Gold getroffen habe und ja, es war noch wichtig zum 2-0. Und ja, sicher für die nächste Saison war es auch wichtig für mich selber, für das Selbstbewusstsein. Es war gut. Ja. Ja, sicher gut gewesen auch für die ganze Mannschaft. Das letzte Heimspiel, das wir gewonnen haben, ist sicher auch positiv, dass man das auch in die neue Saison mitnimmt. Ich denke, es kommt nicht vorliegen, nächste Saison neues Glück. Ich denke, es war sicher gut gewesen. Und jetzt am Sonntag gegen Xamax nochmal einen positiven Abschluss. Und ja, dann sieht es schon nicht so schlecht, wie sich alle denken. Casino Baden. Baden.